Die nächsten 5 gelesenen Bücher stehen auf der Liste und ich denke, es wird allerhöchste Eisenbahn, dass ich sie euch vorstelle. Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wie ich bereits schon sagte, stehen die nächsten 5 gelesenen Bücher auf meiner Liste der gelesenen Bücher und deswegen möchte ich euch sie jetzt gerne vorstellen. Beginnen möchte ich mit dem ersten Werk, welches in vielerlei Hinsicht das erste ist. Und zwar zum einen, ja, wer hätte es gedacht, das erste Werk in der Liste. Und zum anderen ist es das erste Werk, was ich von einem Autoren gelesen habe. Und es ist der erste Band einer Reihe. Und zwar spreche ich von Jeffrey Archers Spiel der Zeit aus dem Heine Verlag. Und es ist der erste Band der Clifton-Saga. Ich hatte das Werk bereits schon des Öfteren im Buchhandel liegen gesehen und bin immer so ein bisschen drum herum geschlendert. Und als die liebe Mona vom Kanal Bücherwunder es dann näher besprochen hat, beziehungsweise das ein oder andere Mal in die Kamera gehalten hat, dachte ich mir so, ich probiere es einfach mal, auch wenn ich mir nicht zu 100%ig sicher bin, ob das wirklich was ist. Und ich muss sagen, ich wurde ehrlich gesagt nicht enttäuscht. Aber nun kurz nochmal schnell zum Inhalt. Wir begegnen hier Harry Clifton, der ja in bescheidenen Verhältnissen mit seiner Mutter aufwächst. Also bescheiden ist vielleicht sogar noch untertrieben. Sie sind relativ arm und müssen quasi jeden Penny umdrehen. Sie leben in der kleinen Stadt Bristol, wo quasi Arme und Reiche sehr nah beieinander wohnen, beziehungsweise die Schere von Armut und Reichtum sehr weit auseinander geht und man das auch deutlich spürt. Und ja, Harry kriegt die Chance aufgrund seines Gesanges bzw. seiner Stimme die Chance auf ein Spitzeninternat zu gehen und dort seine schulische Laufbahn zu beginnen bzw. seine musikalische Laufbahn zu beginnen. Dabei hat er einige Hindernisse, aber auch einige gesellschaftliche Hindernisse zu überwinden und noch diverses. Ich möchte gar nicht so weit auf den Inhalt mehr eingehen, weil ich finde, das ist ein Werk, was sehr viel von Spannungen und Wendungen und Dingen, die vielleicht man vorausahnen kann und vorausahnen wird, aber trotzdem noch ein bisschen von der Überraschung lebt. Es ist definitiv ein Page-Turner. Man liest es sehr, sehr schnell weg, aber ich finde, dass es trotzdem ein schönes Buch für zwischendurch ist, dass es einem ein Stück weit das Herz erwärmt und man unheimlich gerne, jedenfalls habe ich das getan, mit Harry mitgefiebert habe, ihn sehr gerne begleitet habe, aber auch die anderen Protagonisten, welche man hier kennenlernt, wie zum Beispiel die Mutter von Harry. Wie ist er jetzt, Harry? Ja, Harry. Ja, wer so ein bisschen auf historische steht, so die Zeit um 1930, jedenfalls ist das Werk, 1930, und das ist hier, die Zeit, in das es hier spielt, kann ich dieses Werk nur empfehlen. Ich habe es sehr gerne gelesen und bin schon gespannt auf Teil 2, weil den habe ich auch schon hier und ich hoffe, dass er mich am Ende genauso überzeugen wird. Die nächsten beiden Werke möchte ich sehr gerne zusammenfassen, weil sie mir auch zusammen gehören, da es sich wieder um den Auftakt einer Reihe handelt, aber diesmal quasi um Teil 1 und Teil 2. Und zwar spreche ich von den ersten Band, und zwar Das Bündnis, und den zweiten Band Tyrons Erbe von der Autorin Josephine Gottwald. Diese beiden Werke habe ich von der lieben Autorin zur Verfügung gestellt und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal sehr herzlich dafür bedanken. Ja, ich gehe nur mal so grob über den Inhalt ein, weil ich will nicht so viel verraten, damit ihr noch sehr viel davon habt. Und zwar sind wir hier in einem fantastischen Umfeld, in dem Eiselfen leben und noch diverses anderes. Und Tyrion ist König der Eis
Elfen, er hieß Tyrion, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich hab's ja nicht, ja genau, Tyrion ist der König und der hat ja so manch andere Schwierigkeiten mit anderen Völkern, mit ja, Familienangehörigen, aber auch ja, mit anderen Stämmen, mit anderen Eiselfenstämmen und er muss sich durch ja Gesellschaft, also Eiselfen, Gesellschafts Dingen durchkämpfen, politische Dinge, aber auch kriegerische Dinge. Hierbei handelt es sich um relativ kurze Werke, also die sind immer um die 100 Seiten lang. Ich finde, also mir haben sie wirklich gut gefallen. Ich mochte die Szenerie, die Welt, die Autorin hier aufbaut, aber auch die Protagonisten. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, dass die Werke so ein bisschen ja, ihre Schwächen haben, aber ich finde, wenn man darüber hinwegsieht, wenn man ja, offen für ja, neue Werke ist, beziehungsweise neue Autoren, kann ich die Werke durchaus empfehlen. Des Weiteren finde ich auch sehr, sehr positiv die Gestaltung der Werke. Zum einen das Äußerliche, was mir unheimlich gut gefällt, vor allem die Gestaltung, dass sie alle sehr, sehr ähnlich aussehen. Und zum anderen hat man hier immer zu Beginn eines Kapitels, jetzt bin ich es natürlich nicht, ja, Zeichnungen so ein bisschen von der Welt und ja, die sehr, sehr gut immer zum Text passen und die wirklich sehr schön gestaltet ist. Wenn ich Band 3 gelesen habe, der sich aktuell quasi bei mir auf dem nächsten Stapel befindet, mache ich nochmal eine Gesamtrezension zu der Reihe bzw. zu den Bänden, die ich bereits gelesen habe. Und ja, ich kann ja, die Werke auch nur empfehlen, wer fantastisch steht, wer auf ja, mal etwas Neues ausprobieren will und vielleicht auch mal eine Autorin aus der Region Dresden unterstützen möchte. Als nächstes möchte ich euch ein Werk vorstellen, was ich leider hier nicht mehr zur Verfügung habe, dadurch, dass ich es nur von einer Freundin ausgeliehen habe. Und zwar handelt es sich um das Werk Die wahre Geschichte von der Autorin Delphine de Vergeon, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Wenn nicht, korrigiert mich bitte. Und zwar ist es aus dem Dumont Verlag. Ich wollte sehr gerne ein anderes Werk von der Autorin lesen. Und meine Freundin hat gesagt, ich habe ein Werk bereits zu Hause, lies das erstmal, vielleicht um einzuschätzen, ob die Autorin vielleicht auch was für dich ist. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat das Buch sehr begeistert und mich hat auch die Autorin sehr begeistert. In dem Buch haben wir die Protagonistin Delphine, welche ebenfalls Autorin ist, die sich quasi so ein Stück weit in einer Schaffenskrise befindet und nicht so richtig weiß, wie ihr nächstes Buch sein soll, über was sie schreiben möchte. Und in dieser Schaffenskrise lernt sie eine Frau kennen, die ja, die sie begeistert, die sie auch ein Stück weit reizt, aber die unheimlichen Einfluss auf ihr Leben nimmt. Ich hätte am Anfang gedacht, dass die Geschichte bzw. der Aufbau der Geschichte und wie es so nicht dahin plätscht, aber wie langsam es so fortschreitet, dass das überhaupt nichts für mich ist und dass die Geschichte mich überhaupt nicht packen kann. Aber ich dachte mir immer so, ich habe 10 Seiten gelesen und dachte so, vielleicht soll ich abbrechen, aber ich habe dann immer noch mal weitere 10 Seiten gelesen und ich muss und habe dem Buch somit immer eine Chance gegeben, und am Ende muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass ich dieses Buch nicht abgebrochen hat, weil die Aussage hinter dem Buch, die schon so ein Stück weit auf der Titel verrät, aber auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen will, weil ich gerne euch die Chance lassen möchte, diesen gleichen Aha-Effekt zu erleben wie ich, muss ich schon sagen, ist sehr, sehr zutreffend und spiegelt auch ein Stück weit ja, unsere Gesellschaft vielleicht auch wieder, dass wir uns an bestimmten Dingen vielleicht ein Stück weit, naja, ergötzen ist vielleicht in dem Moment das falsche Wort, aber uns doch mehr interessieren und zum anderen, dass
so ein bisschen der Aufbau bzw. dass die Art von Büchern doch mehr verkauft werden und man sich vielleicht auch selber fragt, ob man solche Art von Büchern ja doch durchaus bevorzugt. Ja, das mal so im Groben, auch wenn ich jetzt nicht sehr ins Detail gegangen bin, beziehungsweise sehr, sehr schwammig geblieben bin. Aber falls ihr die Autorin bereits kennt oder schon einige Werke von ihr gelesen habt und das noch nicht, kann ich es euch definitiv empfehlen. Mich würde mal interessieren, ob ihr bereits das Werk über ihre Mutter, ich bin mir gerade nicht sicher, wie es heißt, ich werde es auf jeden Fall hier mal noch einblenden irgendwo, würde mich mal interessieren, ob ihr das bereits gelesen habt und wie eure Meinung dazu ist, weil das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich die Autorin gerne entdecken wollte, beziehungsweise war das Werk, was ich gerne lesen wollen würde, und dann kam halt das zuerst, und deswegen würde es mich mal sehr interessieren, wie eure Meinung sowohl zu dem Buch als aber auch das Buch über ihre Mutter ist. Bei dem letzten Werk handelt es sich um ein sehr, sehr kleines Werk, und zwar um die Verschriftlichung mehrerer Gespräche von zwei Autoren. Und zwar spreche ich von Herzlichkeit der Vernunft von den Autoren Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge aus dem Luchthander Verlag. Ja, wie ich bereits sagte, wurden hier mehrere Gespräche von den beiden Autoren verschriftlicht. Diese Gespräche sollen, soweit ich informiert bin, aber nagelt mich nicht drauf fest, ja immer so bei Autofahrten besprochen worden sein und thematisiert worden, sowas wie Kleist, Sokrates und was denn noch? Voltaire zum Beispiel. Ja, die Themen waren wirklich interessant und ich denke, dass man da, ich habe da definitiv einiges rausgenommen und ich habe auch definitiv über einiges nachgedacht. Und es hat mich auch zu denken angeregt, aber ich muss ehrlich sagen, dass diese Verschriftlichungen von Gesprächen und also dass man quasi immer liest, wer was hat wann gesagt, war nicht ganz so mein Fall. Ich glaube, ich hätte mehr mitgenommen, wenn ich diese Gespräche wirklich miterlebt hätte, quasi im Publikum, wenn das in dem Moment gegangen wäre oder ich einfach als stiller Gesprächspartner teilgenommen hätte. Ich denke, dass ich dann um einiges mehr von den Gesprächen mitgenommen hat. So hat mir das nicht ganz so viel gegeben. Aber nichtsdestotrotz waren die Gespräche bzw. die Themen, die ich gesprochen habe, sehr interessant. Und ich denke, dass die Gespräche und die Themen bzw. die Kernpunkte, die man sich herausziehen, sehr, sehr gut dafür eignen, an einer Gesprächsrunde teilzunehmen und über einige Dinge nachzudenken. Ja, also wer nicht davor abschreckt, Gesprächsthemen zu lesen, der kann sich Gespräche zu lesen. Und dem kann ich es raten, schaut euch mal die Leseprobe an und vielleicht ist das ja für euch und alle anderen, die ebenfalls so haben wie ich, Gespräche zu lesen, dem kann ich davon eigentlich nur abraten, weil ich habe leider nicht so viel davon, wie wenn ich das Gespräch das waren nun meine nächsten 5 gelesenen Bücher. Und falls ihr eins der Werke kennt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr unten wieder einen Kommentar da lasst, wie euch das Buch gefallen wird, beziehungsweise wie eure Meinung zu dem Buch war. Aber ihr könnt natürlich auch so gerne einen Kommentar da lassen. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag noch und ich hoffe, bis bald. Tschüss!